Moin Moin, herzlich willkommen auf dem Hüder-Gold-Kanal. Mein Name ist Markus Gersting und da wir sonntags morgens haben, habe ich natürlich einen Kaffee, wie sich das gehört. Und was auch noch viel, viel wichtiger ist, die aktuelle Perry Rhodan Erstauflage. Dieses Mal haben wir Susan Schwarz, Nomaden der Zeit, das ist die Nummer 3218. Sie reisen durch die Galaxis, ein Konstrukt zwischen den Sternen. Ja, Cover muss man beschreiben. Ich habe schon die Perry-Seite auf. Es ist ein Sven Papenbrock-Bild. Es zeigt so das Konstrukt unserer Nomaden. Man kann Diskusschiff erkennen. Das ist wahrscheinlich die Zaltipe, Space Jet, Kappenschiffe und so Schläuche dazwischen halt. Ne? Das ist das Konstrukt, das wir kennenlernen werden in diesem Roman. Ja, technisch. Hintergrund gefällt mir sehr gut, Vordergrund, ja, es ist sehr, es hat ein bisschen Schatten, aber es wirkt recht comichaft, muss man sagen. Also so einfach klassisch, oldschool, Perry der 2000er-Reihe ungefähr, circa. Ja, zum Roman selbst, hat er mir gefallen und diesmal muss ich sagen, nicht wirklich, leider. Also mich hat eine ganze Menge rausgekickt während des Lesens. Es gibt halt so unlogische bzw. für mich nicht glaubhaft nachvollziehbare Stellen, wo ich denke, nee, 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 nicht so. Ja, das könnte man jetzt natürlich komplett der Autorin anlasten, aber ich denke, das Problem geht so ein bisschen tiefer. Es geht so ein bisschen wahrscheinlich auf die Zyklusaufteilung. Diese Weltraumnomaden sind nicht richtig eingeführt und dadurch wirkt es sehr presswurstartig. Also im Prinzip, man hat sehr viel Stoff drin, man hat sehr viel Handlung, sehr viel Action. Es explodiert zwischendurch so ein bisschen. Allerdings wirkt es etwas aufgesetzt, so spontan da reingefummelt. Ja, ich glaube, das hätte dem ganzen Konstrukt, da hätte ein Doppel- oder ein Dreifachband deutlich besser getan. Und ja, da kommen wir dann zum Zyklusaufbau nochmal zurück zu dem Thema. Und ich glaube, das werde ich in der T-Länge auch nochmal anschneiden heute Abend. Da habe ich mir auch schon ein bisschen was vorgenommen dazu. Ja, ich glaube, das wird heute Abend sehr Perry-lastig werden. Und aber trotzdem auch ein schriftstellerisches Thema. Ja, worum geht es überhaupt in diesem Roman? Also im Prinzip Patrouillensonden der Magellan verschwinden. Die Magellan ist ja noch quasi in so einer blauen Riesensonne versteckt halt und leckt da ihre Wunden. Und im Prinzip, es verschwinden immer so Spionagesonden halt, ne, das fällt so langsam auf und Sichu Dorksteiger geht dem nach und stößt dabei auf das getarnte Konstrukt der Weltraumnomaden. Es könnten wertvolle Verbündete gegen die Panyasen sein, aber Schatten der Vergangenheit lauern hier noch im Dunkeln. Also nicht alles Friede vor der Eierkuchen, obwohl man das zwischendurch stark vermuten könnte. Da poppt zwischendurch noch sowas hoch. Das ist natürlich dann, dadurch wirkt es vielleicht so, ja, es hat so eine bisschen Friede, Feuer, Eierkuchen, Grundstimmung und dann poppen dann solche Dinge auf, die wirken dann so ein bisschen wie ein Fremdkörper, muss man natürlich sagen. Also von daher, ja, könnte man dann vielleicht doch so ein bisschen vom Heftaufbau drauf gehen, dass man vielleicht so eine bisschen andere Grundstimmung hat, mit der man einsteigt und ja. Ja, auf jeden Fall ein spannender Sci-Fi-Roman, also von daher, ja, kann man dann doch so weitermachen. Ja, Zyklusrelevanz, Zyklusaufbau, da hatte ich schon was angerissen, also im Prinzip, also ich muss sagen, das Thema ist soweit relevant und spannend, also das passt da schon gut rein, aber, ganz großes Aber, es fehlt der Platz, den wir einfach bei den Panyasen verdammelt haben, also es gab gefühlt vier oder fünf Leo Lucas Romane, in denen er genau das Gleiche erzählt hat. Und zwar, dass die Panyasen böse sind. Und das hat Robert Corvus in seinem Doppelroman schon mehr als ausführlich und glaubhaft und in der Menge für mich ausreichend dargestellt. Von daher, da hätte man vielleicht noch so ein bisschen zusammenkürzen können und diesem Thema jetzt mal so ein bisschen mehr Raum geben können. Ja, so ich glaube, im Zyklus, Punkt, Zyklushandlung, wir verzetteln uns hier ziemlich. Es gibt einmal den Perry-Strang, es gibt den Atlant-Strang. Meiner Meinung nach hätte man sich vielleicht für einen entscheiden müssen, können, sollen. Das hätte das Ganze so ein bisschen stromlinienförmiger da durchlaufen lassen. Ja,
ist jetzt so die Schiene, die die Expokraten gewählt haben. Ganz glücklich bin ich damit nicht, mit dem Gesamtzyklusaufbau. Aber darauf gehen wir heute noch in der Teelänge ein. Da habe ich noch ein bisschen was zu erzählen. Wie gesagt, halt, es gab den tollen Kahirt-Roman, es gab den tollen Robert-Corvus-Roman, die 3216 und 17. Wir haben jetzt diesen 18er-Roman. Ja, also da komme ich nochmal drauf zu haben. Genau, so Umsetzung, Leistung der Autorin. Ich muss sagen, das war deutlich erkennbar mehr Pflicht als Kür. Also, wobei es halt schon sehr viel Stoff war, der mehr Platz zum glaubwürdigen Entfalten gebraucht hätte. Was aber nichts am fehlenden Flow ändert. Also im Prinzip, man kommt rein und wird rausgekickt. Manchmal passieren so Dinge, denkst du, nein, das kaufe ich jetzt nicht ab in der Konstellation, in der Grundstimmung. Besonders krass oder stark fällt das halt in diesem extremen Kontrast einfach zu 3216 auf, dem Roman von Kahir, der hat komplett unter Strom gestanden. Da war ich wirklich, da bin ich blind durchgeflogen. Das war ein Heft, das ich im Prinzip am Anfang aufgeschlagen und am Ende mich gewundert habe, warum es jetzt schon zu Ende ist. Also das war vom Konstrukt her wirklich eine ganz andere Liga. Erzählen wir heute in der Teelänge nochmal, da komme ich nochmal drauf zu und ja. Ja, würde ich sagen, kommen wir zu den Punkten. Ich halte mal wieder meinen Zettel in die Kamera für die Kollegen oder die Zuhörer vom Weltendieb. Werde ich es nochmal ein bisschen ausführlicher kommentieren, als sie es einfach nur in die Kamera zeigen. Genau, ja, Immersion, das ist so der Punkt, der für mich mit 4 Punkten am höchsten bewertet ist. Es ist im Prinzip einfach die Frage, wie stark nimmt mich dieser Roman mit, wie fesselt er mich, wie spannend ist er. Und das ist halt so, das Thema geht halt, wie gesagt, von maximal 4 Punkten. 4 Punkte ist Hyperraum hin und weg. Ich schlage das Ding auf und wundere mich, warum es schon zu Ende ist. 3 Punkte gibt es für am Stück gelesen. Das heißt, ich lese es, es ist spannend. Ich fliege da durch, mache mir vielleicht zwischendurch vielleicht noch ein, zwei Gedanken. Das gibt 3 Punkte. Wenn ich es am Abend mit Unterbrechungen lese, gibt es 2 Punkte. Und wenn ich das in maximal 24 Stunden schaffe, dann gibt es halt maximal einen Punkt. Und wenn ich mich da länger quäle, dann vergebe ich keine Punkte mehr. Das sehe ich dann auch nicht ein. Ja, diesem Roman gebe ich 1,75 Punkte. Also es war jetzt definitiv nicht am Abend gelesen. Ich habe das wirklich zwischendurch echt weggelegt und gesagt, nee. Zwischendurch wurde es nochmal spannend, so für kurze Episoden. Das hatte schon Dinge zum drüber nachdenken, aber wie gesagt, zwischendurch kickt es mich dann auch komplett raus. Halt, ne? Von daher 1,75 Punkte. Ja, tut mir leid, mehr kann ich da leider nicht vergeben. Das war jetzt einfach mein subjektiver Leser. Druck. Genau. Ja, was haben wir sonst noch? Der Inhalt, der Sense of Wonder, bleibt was zum drüber nachdenken. Wenn das okay ist, gebe ich einen Punkt und wenn es die Liga sprengt, dann gibt es für Wow gibt es maximal 2 Punkte. Das habe ich noch mal ein bisschen kalibriert. Da gibt es auf meinem YouTube-Kanal auch noch ein Video zur Punkte-Neukalibrierung. Das wäre vielleicht ganz interessant, um das vielleicht so ein bisschen einsortieren zu können. Also da vergebe ich jetzt 1,75 Punkte. Es gibt eine Menge spannende Aspekte drin, ganz vom Hocker haut es mich nicht, aber doch, es war jetzt schon viel, viel Schönes, Spannendes, Interessantes, was zum drüber nachgrübeln dabei. Und ja, das Wort Konglomerat fiel in dem Zusammenhang. Ich glaube, das passt schon ganz gut und ja, erinnert mich an mein eigenes Werk. Von daher, ja, war das schon wirklich ein schönes Konstrukt, das hat mir gut gefallen. Auch toll umgesetzt, technisch denke ich schon stimmig. Ne? Und da können wir auch nachher noch mal drauf eingehen. Ja, Zyklus. Da verlasse ich es jetzt einfach mal im Default-Punkt, weil das Thema ist soweit spannend und relevant, aber wie gesagt, halt schon der Platz. Also, das ist so vom Platzaufbau her, das hätte deutlich mehr Platz gebraucht, das hätte mehr vorbereitet werden müssen und ich glaube, dann wäre das auch spannender gewesen oder glaubwürdiger gewesen in Summe. Ja, Umsetzung, Leistung des Autoren, da gibt es einfach den Default-Punkt. Das lasse ich jetzt beim Default-Punkt. Das war jetzt halt okay, aber jetzt halt, wie gesagt, mehr Pflicht als Kür. Gibt in Summe 5,5 Punkte. Genau. Die Leute im Video sehen, da gibt es gleich noch, nach dem Cut, noch einen Kommentar zu Stellaris Kurzgeschichte von Jacqueline Meyerhofer. Werde ich auch noch erwähnen, aber nach dem Cut halt. Ne? Genau. So, die Punkte haben wir. Damit würde ich sagen, ist es Zeit für unseren Cut. Das heißt, wer diesen Roman noch nicht gelesen hat, schaltet jetzt ab und kommt später. Also wir machen unseren Cut. Bis nachher. Ja,
Was wollte ich jetzt hier? Zyklusaufbau, genau. Da hatte ich mir noch so ein bisschen was vorgenommen. Ich denke, heute Abend werde ich dann nochmal das etwas ausführlicher ausbreiten. Es geht so um den Vergleich Atlantis 1, Atlantis 2, so also die beiden Miniserien von Ben Calvin Hari. Es geht um die Romane, halt um den Zyklusaufbau des Fragmentezyklus. Und ich denke, ich werde dann auf jeden Fall nochmal auf 3216, den Roman von Kahirt, eingehen, der mir wirklich extrem gut gefallen hat, der auf den Roman 3217 von Robert Corvus, der mir auch gut gefallen hat, der ein bisschen anders war, etwas weniger unter Strom, dafür etwas tiefgründiger. Und dann den aktuellen Roman, der sich so leider in das allgemeine Schemata des aktuellen Fragmentezykluses einreiht. Also der sticht da nicht besonders negativ hervor, sondern ist einfach in dem Grundrauschen drin. Ja, genau, das war der eine Punkt. Dann haben wir unser Konstrukt, das Konglomerat aus Raumschiffen. Finde ich schon ein ganz cooles Konstrukt, aber das ist natürlich immer so ein bleibendes Grundschema, einfach wenn man natürlich eine weltraumfahrende Zivilisation hat, die diesmal auch wirklich ausgebreitet wurde. Ja, wir haben halt Raumschiff. Es ist natürlich immer, man legt nicht alle Eier in einen Korb, deswegen verteilt man natürlich die Bevölkerung auf viele Raumschiffe, wenn man viele Leute hat. Es gibt noch so Zwischenelemente, Verbindungselemente, einfach so grüne Plastikschläuche dazwischen, in der dann auch dann Ackerbau und Vieh oder zumindest Ackerbau betrieben wird, oder zumindest Gärtnerei betrieben wird, einfach um die Leute da zu ernähren. Ja, eigentlich schon ein cooles Konstrukt. Also ich muss sagen, die Weltraumnomaden haben mir eigentlich so gut gefallen. Einmal halt so diese Art der Zivilisation, die halt dann auch sich quasi halt in Sonnen versteckt, um dann maximale Lichtausbeute halt für ihre Gärtnerei zu bekommen. Das fand ich schon ein sehr cooles Konstrukt. Man könnte das vielleicht so ein bisschen auch mit Robert Corvus ein Feuer aus der Leere und dem Imago-Projekt vergleichen. Da hat Robert Corvus allerdings ein bisschen anderen Ansatz gewählt, ja, also im Prinzip, das ist so Raubackerbau, was er da betreibt. Also die fallen halt wie die Heuschrecken irgendwo ein, Ackerbauen und Vieh züchten da wie die Weltmeister und verpieseln sich wieder. Von daher finde ich diesen Ansatz jetzt hier deutlich eleganter, deutlich glaubwürdiger, deutlich nachhaltiger. Und ja, auch wichtig ist halt, es gibt natürlich die Gefahr der Panjasen, die halt diese Weltraumnomaden so gar nicht mögen. Das dazu geführt hat, dass die sich einfach halt bestmöglich verstecken. Das heißt, die haben eine sehr fortgeschrittene Tarntechnologie, wo dann als kleiner Spoiler halt Sigurd Dorksteiger nochmal so ein paar Rechenfehler ausbügelt und das Ganze nochmal so ein Level anhebt. Ja. Von daher, da hat mir Dorksteiger eigentlich ganz gut gefallen, obwohl es wirklich sehr holterdiepolter etwas überstürzt war an der Stelle. Das hätte man vielleicht noch einen Tacken zelebrieren können, wobei Susan Schwarz, glaube ich, jetzt kein Ingenieursdiplom hat. Von daher, ja, es war schon glaubwürdig dargestellt, also von daher, das passte schon einigermaßen. Man hätte es natürlich noch zelebrieren können, aber das ist natürlich ja mal auf hohem Niveau einfach, weil natürlich auch der Platz gefehlt hat. Also es war schon ein paar gute Kniffe drin im Roman. Allerdings wirkt es so aus dieser, es hat so eine gewisse Friede, Freude, Eierkuchen, Grundstimmung und diese Dinge, die poppen dann einfach so als Fremdkörper raus. Ne? Oder das, ja. Ein bisschen Fremdkörper auch war halt natürlich, unsere Nomaden der Zeit haben halt noch eine Beschleunigung. Also im Prinzip, die leben halt in ihrem eigenen quasi Zeitablauf. Das heißt, sie sind alle so ein bisschen unter Strom stehend. Das heißt, sie haben quasi Leben 11-fach beschleunigt zur normalen Zeit, wobei das so ein Konstrukt ist, wo ich sage, Moment mal, das passt so gar nicht. Das macht zwar natürlich für diese Geschichte schon Sinn, allerdings, ja, also Weltraumnomaden, da denkt man sich halt, warum stehen die dauernd unter Strom? Warum müssen die wie die bekloppten Energie verbrennen? Das ergibt so gar keinen Sinn. Es würde mehr Sinn machen, wenn sie einfach mehr auf Energiesparmodus setzen würden. Das heißt, dass diese Leute einfach im langsameren Zeitablauf leben würden und dann, wenn es sein muss, dann beschleunigen halt. Das macht schon Sinn, aber so also dauerhaft in 11-facher Beschleunigung zu leben, nee, kaufe ich nicht ganz, weil es einfach natürlich ein extremer Energieverbrauch ist. Ne? Also man merkt halt auch schon, Psycho und Perry ziehen danach noch mit rum und müssen dauernd dann halt wie der Flash halt dauernd Süßigkeiten-Riegel futtern.
Ja, es geht natürlich so auf dieses Flash-Motiv ein, ja, kann man sagen, aber so als Dauerzustand, ja, es erklärt natürlich dann die drastisch gesunkene Lebenserwartung. Man verbrennt quasi halt, von daher passt das dann schon. Ja, also ich glaube, da hakelt es ab und zu noch so ein bisschen. Da muss man dann, glaube ich, doch auch nochmal ein paar Abstriche machen. Ja, was gibt es sonst noch Schönes? Ich glaube, dazu ist jetzt weitestgehend alles gesagt. Ja, Psycho-Dorksteiger, wie gesagt, es ist ein schöner Psycho-Dorksteiger-Roman. Also, wie gesagt, nur halt so etwas mehr eine homogenere Grundstimmung hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Es gibt so ein paar Dinge, da denkt man sich, das musste jetzt so für diesen Roman, für die Handlung sein, aber weltenbaumäßig ergibt es so keinen Sinn halt. Ne? Das habe ich mir noch als dicken Punkt aufgeschrieben. Weltenbau, das hätte noch so ein bisschen Politur und Ausarbeitung vertragen, meiner Meinung nach, dieses gesamte Grundkonstrukt. Ja, es ist jetzt so, wie es ist. Schwamm drüber, der nächste Roman kommt und ja, Perry ist dann manchmal auch wirklich eine Heftserie, wo dann einfach ein Heft kommt und man das Heft sagen muss, okay. Ist jetzt so, man hätte da jetzt zwei, drei rausmachen können. Das wäre meiner Meinung nach deutlich besser geworden, aber c'est la vie. Ja, was sonst noch drin ist, mal noch einen kleinen Zwischencut im Prinzip. Es gibt noch eine Stellaris-Kurzgeschichte. Aus Eigeninteresse lese ich die mittlerweile recht regelmäßig. Es ist jetzt die erste Geschichte von Jacqueline Meyerhofer. Und ja, ihr Debüt, herzlichen Glückwunsch. Es kommt nicht jeder in die Stellaris-Kurzgeschichte, wie ich aus eigener leidvoller Erfahrung sagen kann. Olaf Briel ist da ein strenger Wächter und ja, er lässt da nicht jeden rein, von daher ist das schon mal ein Wert für sich alleine. Egal, wie man jetzt zu der Geschichte stehen muss. Also ich fand, Jacquelines Geschichte hatte starke Parallelen zu Susan Schwarz' Geschichte. Ich denke, auch dort fehlt einfach so ein bisschen der Platz für eine wirklich glaubwürdige Entfaltung. Also es passiert eine ganze Menge. Es gibt eine schöne Grundgeschichte halt, die schon okay ist. Aber es dreht dann zwischendurch ganz schön auf, wo man denkt sich, okay, das ist too much. Da wird es dann irgendwie unglaubwürdig an der Stelle. Ja, also ich glaube, mit so ein bisschen mehr Platz, Entfaltungsmöglichkeit wäre das okay gewesen. Ja, also der große Überfall, die kleine Gruppe war okay, ja, definitiv. Aber jetzt nochmal so dieses Einfall der anderen Clan-Mitglieder. Ja, kann man sich drüber streiten. Ja, war so ein bisschen auch, es geht um einen alten Akoniden, der so sich als Söldner verdingt hat und dann quasi Topsider da, Kindergärtner für Topsider, kleine Topsider-Kinder spielen muss. Ja, doch spannendes Grundthema, eigentlich ganz witzige Geschichte. Doch, lest sie, bildet euch eure eigene Meinung, was ihr davon haltet. Doch, war schon ganz spannend. Ja, war auch ganz spannend halt, dass man nicht nur auf der Stellaris ist, sondern man hat praktisch halt viel drumherum und hat eine kurze Episode mit Stellaris am Schluss. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, ja, das muss für heute gut sein. Ich verweise auf die heutige Teelänge, da kommt noch ein bisschen was, da habe ich mir noch einiges aufgeschrieben. Diesmal wird es nicht ganz so gepresst. Ich werde sie auch etwas eher aufnehmen, da heute Abend wieder Talkchen ist, was man sich vielleicht auch nicht entgehen lassen sollte. Ja, und sonst in dem Sinne, also heute Morgen, strahlend blauer Himmel. Ich bin eine Runde spazieren gegangen und würde euch das auch empfehlen, weil sowas, Licht, Luft und Bewegung klären auf jeden Fall den Geist, lüften so ein bisschen den Kopf durch und tut gut und schadet nicht und hebt auf jeden Fall die Stimmung. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, man sieht sich in der Teelänge zur nächsten Rezi oder beim Wettendieb. Bis dann, macht's gut und tschüss.